Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch, wie ihr ganz einfach einen Spielball für Babys und Kleinkinder selbst nähen könnt. Viel Spaß mit diesem Video! Der Ball wird aus 6 Teilen zusammengenäht, für die ich hier bei diesem Ball unterschiedliche Baumwollstoffe genutzt habe. Außerdem braucht ihr eine Nähmaschine mit entsprechendem Zubehör, Stoffschere oder Rollschneider mit Schneidematte, eine Papierschere zum Ausschneiden der Vorlage, Garn und Nadeln zum Nähen des Abschlusses von Hand, Füllwatte und optional eine Rasseldose zum Einnähen. Die Vorlage für die Einzelteile des Balls könnt ihr kostenlos auf kreativbund.de herunterladen und als erstes müsst ihr diese natürlich ausschneiden. Ihr braucht insgesamt 6 Stoffstücke mit dieser Schablone. Ich habe sie aus 6 unterschiedlichen Stoffen mit Kindermotiven zurechtgeschnitten. Ihr könnt aber natürlich auch 1, 2 oder 3 verschiedene Stoffe nutzen und den Ball entsprechend gestalten. Schaut einfach mal, was eure Stoffreste so hergeben, denn das Projekt eignet sich wirklich hervorragend dafür, diese zu verbrauchen. Ich beginne damit, dass ich 2 Teile rechts auf rechts aufeinander lege und mit 1 cm Nahtzugabe auf einer der 2 Seiten zusammennähe. Damit die Nähte später nicht wieder aufgehen, versiegelt diese bitte zu Beginn und am Ende, indem ihr ein Stück vor, dann wieder zurück und dann wieder vornäht. Dann dreht ihr die beiden Teile, die ihr gerade zusammengenäht habt, so, dass die rechten Seiten nach oben zeigen und legt das dritte Teil rechts auf das rechte der 2 zusammengenähten Stücke und näht es wieder an einer Seite an. Im Ergebnis habt ihr dann einen halben Ball bestehend aus 3 Stoffteilen, die zusammengenäht sind. Das gleiche macht ihr auch mit den anderen 3 Teilen, sodass ihr vor dem nächsten Schritt 2 halbe Bälle aus jeweils 3 Stücken Stoff habt. Dann geht es an das Verschließen des Balles. Dazu legt ihr nun die beiden Ballhälften rechts aufeinander. Achtet dabei darauf, dass die Punkte, an denen jeweils die 3 Stoffe oben und unten aufeinandertreffen, aufeinander liegen mit dem Schnittpunkt der Stoffe auf der anderen Seite. Dann näht ihr bis auf eine Wendeöffnung an einer Seite die beiden Hälften zusammen. Durch die übrig gebliebene Öffnung wendet ihr nun den Ball, sodass die rechte Seite nach außen zeigt. Füllt ihn mit Füllwatte, sowie wenn ihr wollt mit einer Rasseldose und verschließt dann die Öffnung mit einer geheimen Naht von Hand. Damit ist dann euer Spielball auch schon fertig. Ich finde, der Ball eignet sich immer gut als Mitbringsel für Babys und Kleinkinder und als Fingerübung, dass ihr auch bei runden Rändern die Nahtzugabe sauber einhaltet. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns nächste Woche wieder zu einem neuen Video. Ansonsten schaut in der Zwischenzeit gerne mal in unserer Playlist rund um das Thema Nähen vorbei. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!